Die Pro ist on hold, dafür kommt aber mit der neuen Galaxy Watch 6 auch ein Klassikmodell zurück. Inklusive drehbare Lünette und mit größerem Display, hier kommt das Next Bit Hands-On von der Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Classic. Beide Modelle sind in zwei Größen erhältlich, die Watch 6 in 40 und 44 mm, die Classic in 43 und 47 mm und mit jeweils 20% größerem Display. Bei der kleinen Watch 6 und Watch 6 Classic bekommt ihr jetzt 1,31 Zoll statt vorher 1,19 Zoll. Die beiden großen Modellen haben stolze 1,5 Zoll. Damit ihr bei den ohnehin schon wuchtigen Classic-Modellen keine Schlagseite bekommt, hat Samsung die Lünette um 15% geschrumpft. Was die Technik angeht, sind alle Watch 6 Uhren gleich. Der Exynos W930 löst den W920 als Prozessor ab. Dazu gibt es 2 statt 1,5 GB RAM und wieder überall 16 GB Speicher. Die Akkus sind gegenüber den alten Modellen auch ein Stück gewachsen, nämlich auf 300 mAh beim kleinen und 425 mAh beim großen Modell. Auf der Uhr läuft Google Wear OS 4.0 mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Vorteil: unfassbar viele Apps und sehr smart. Nachteil: eher kurze Akkulaufzeit. Neben der Hardware steht bei Samsung Wellness im Vordergrund. Beide Modelle bieten ein verbessertes Schlaftracking mit noch detaillierten Statistiken und natürlich wieder eurem persönlichen Sleep Animal. Schließlich gibt es auch bei der Watch 6 wieder einen Sensor für die Haupttemperatur und damit verbunden ein Zyklus-Tracking sowie eine Zyklusvorhersage. Die kleinste Watch 6 als Bluetooth-Version kostet 319 Euro, die Watch 6 Classic kostet mindestens 419 Euro. Das größte Gehäuse kostet jeweils 30 Euro Aufpreis, LTE per eSIM 50 Euro Aufpreis. Das war's mit unserem ersten Eindruck der neuen Galaxy Watch 6. Mehr Infos über alle neuen Samsung-Devices findet ihr auf nextbit.de. Bis zum nächsten Mal, ciao!